schicke dir die Übertragung. So, und da sind wir wieder zurück, direkt hier bei unserem ersten richtigen Auftrag für Atlas. So, guck mal. Die Drohne fliegt jetzt durch die Gegend, mehr oder weniger automatisch. Aha. Okay. Wir sind ja ein kleines Insekt, wir fallen ja eh nicht auf. Südraum im ersten Stock. Hm. So viele. Ah, man ist verwüstet, ne? Konferenzraum, direkt voraus. Das sieht nach diesem Hades-Typen aus, ne? Da ist der Premierminister. Boss, guck doch mal, wer bei ihm ist. Hades. Schalten wir ihn aus? Der Premier hat oberste Priorität. Geboren zum Sterben. Manche schuldig, manche unschuldig. Die Frage ist nur, wann und wie. Durch Gottes Gnade. Zu töten bringt ihn gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ha. Bitte was? Es bringt sogar sehr viel. Okay. Also, leider hat man so gut wie nichts verstanden von der Unterhaltung, ne? Wir schlagen zu. Verstanden, Atlas 2-1. Abschussfreigabe erteilt. Alle Teams, Freigabe. 3 Minuten zur Linie Alpha. Sehr schön. Wenn wir angreifen, töten Sie den Premierminister. Das tun Sie sowieso. Wir holen ihn lebend raus. Richtig. Verbock's nicht. Unsere Chance, würde ich sagen. Genau die und die. Videoübertragung vom Kommando. Zeigen wir Ihnen, was Atlas kann. Die KVA hat diese Region schon viel zu lange terrorisiert. Ah, okay. Zeit für ein deutliches Zeichen. Ein Handschlag vom Premierminister und ich könnte die gesamte Region retten. Also holt ihn lebend raus. Okay, geht klar. Stress? Was für ein Stress? Ja. Da sind auch noch Leute von Atlas, okay. Sieht zumindest dann noch aus. Ja, sind welche. Das größte stehende Herr, haben sie gesagt, ne? Ist auch nicht ohne, darf man nicht verachten. Abgeschlossen. Mitchell, aufbrechen. Kein Ding, Mann. Meine Männer sind in Position. Ah, hier oben geht's niemand auch lang. Niemand feuert ohne Befehl. Verstanden. Okay. Los. Oh, ach so, wir gehen hier oben lang. Oh, okay. Ja, die stehen da alle. Was soll niemand machen? Wir kriegen das schon hin. Yeah. Hui. Rutschen, das tat weh. Und jetzt? Achso. Griff an. Die Wand hoch. Ach, die Wand hoch. Okay, dann sag mal an, wie es geht. Achso, ich gedrückt halten. Ach, das sind diese Magnetgriffe. Hammerhart, ey. Boah, sehr geil. Um das Fenster herum. Deine Handschuhe werden daran nicht haften. Ja, das glaube ich. Bin ja relativ schnell, ne? Hätte ich nicht gedacht. Aber nun gut. So. Sturmladung bereit machen. Okay, geht klar. Ich guck mich nur mal kurz um. Wenn noch was ist und so, ne? Weißt ja. Die Sturmladung platzieren. Ey, ja, mach ich ja. Bleib locker flockig. Was war denn da? Ach, das ist das Ding. So, haben wir schon alle, bevor wir auf den Boden aufgekommen sind. Sehr geil. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Prophet, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Kriegen wir jetzt einen Sicherheitsberater bei uns dabei? Gesichert.
Sehen wir uns das an. Also diesen Typen. Ihr seid dran. Von der Lokan. Oh. Ein Schlepptop. 6 von 45. Ja, sehr geil. Verbindung zum Ziel. Jupp, geht klar. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Harmonischer Puls erfasst die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Okay. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. Auf dein Zeichen, Mitchell. Ziel bestätigt. Feinde sind markiert. Sicher, dass es alles Feinde sind? Zeichen. Feuer. Mitchell, Ziele markieren. Sie werden eine Geisel töten. Ausschalten. Feinde sind markiert. Oh, scheiße. Da habe ich wohl zu lange gewartet. Fast die Biodichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Feinde sind markiert. Wir schalten sie weiter. Was? Geiseln sind tot? Harmonischer Puls. Dichte durch so ziemlich jedes Material. Showtime! Alles klar, Mitchell. Du bist unser Auge. Die Aufklärung zeigt 4 KVA-Mitglieder im Raum. Markier sie. Wir schalten sie gemeinsam aus. So, und jetzt. Zeichen, Mitchell. Feinde sind markiert. Sehr gut. Das eine war dann wohl eine Geisel, die ich markiert hatte. Atlas-Rettungstruppe, keine Bewegung. Genau, hatte ich den noch markiert. Oder zumindest einen hier unten. Sieht aus, als wäre Hades geflohen. Na, wie immer. Nicht unser Problem. Noch nicht. Mach ich. Alle Geiseln sind weg. Die Technologen des Treffens. Die KVA wollte sie. Okay. Johnny. Was? Meine Männer haben sie in einem Truck gesichtet. Farbe. Welche Farbe? Weiß. Position. Weiß, toll. Sie verlassen die Innenstadt. Okay, Bewegung. Team Alpha sichert die Sichtverbindung. Sir, hier sind sie sicher. Danke, Sir. Dann gehen wir weiter. Dann schnell, Leute. Go, 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 go. Ran da. Nee. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich hab voll Bock, wieder Battlefield zu zocken oder so. Und auf dieses neue Homefront habe ich voll Laune. Das dauert ja noch. Könnte jemand bitte das riesige Display aus meinem Gesicht nehmen? Das nervt ja so. Ist ein bisschen zu groß, hä? Ja? Zwar schon ganz cool, aber zu groß. Hallöle. Na, 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 na? Los, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Ja, genau, genau. Los, gib mir dein Geld. Wo ist dein Portemonnaie? Wo ist dein Portemonnaie? Haschis, ey. Ja, genau. Hol mal das doofe Handy raus, ey. Hier, ich geb dir mal mit doofem Handy und so. Ich stehe da halt nicht so drauf, wenn man mich filmt. Also von daher, das war so ein kurzes Warnzeichen. Anscheinend darf man das nicht. Finde ich jetzt nicht so gut. Okay, beim nächsten Mal zeige ich ihm einfach nur einen Stinkefinger. Hoshi, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich gehe einfach weiter und lasse dich in Ruhe. So. Scheiß Berufsverkehr. Die guardianische Armee! Runter! Aus dem Weg! Raketen! Wow! Holy shit. Ziel mit Raketenwerfer auf den Bus! Granate werfen! Hab ich. So. Sie setzen MGs ein! Achtung! Was? Was? Schild einsetzen? Will ich aber gerade gar nicht. So, schnell Erde wegsammeln. Uhuhuhu. Was zur Hölle, ey? Da kommt noch mehr über die Überführung! Hier, nimm das.
Mann, geh drauf. Wie lange denn meine Truppen, ey? Wo ist der down? Auch down, okay. Ich find's ein bisschen seltsam. Warum schießt... Warum kann er denn in meinen Rücken geraten? Hallo? Dann wird uns zu meinen Alliierten gar nichts. Die rufen nach Sanitätern? Ist ja auch lustig. Was zur Hölle war das gerade? Auf dem Tanker mit Raketenwerfer. Bist du bescheuert, Mann? Oh. Ja, das hat Boom gemacht. Da lachte er auch noch. So lustig war das gar nicht. Abkürzung durch die Gassen. Ich will aber durch gar keine verkackte Gasse gehen, Mann. 2-1, Zieltruck ist in Bewegung. Halber Kilometer südlich. Halber Kilometer, okay. Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Wir sind ja schnell und so, ne? Schon wieder. So. Den habe ich, okay. Hallo, könnt ihr bitte eure eigenen Flanken decken? So, oh, hier. Voll daneben gesammelt, ey. Achso, Entschuldigung. Ich hoffe, das tat nicht weh. Der ist hin, glaube ich. So, alle down. Auch weg, okay. Auch weg, sehr schön. Puh. Ach, jetzt sind eine Handgranaten dabei hier. Wobei ich sagen muss, so geflasht wie damals Modern Warfare 2 oder Battlefield 3 hat mich eigentlich selten ein Spiel dann später noch. Und das hier war seit langem mal wieder eins, wo ich sagen muss, Story war gut und relativ lang und hat auch wirklich Laune gemacht, ne? Ich bin da schon dabei. Okay. Independence Road, geht es hier lang! Was sind denn hier bitte? Okay, hier ist irgendwas. Irgendein Zimmer oder so. Wem es zu schnell ist? Entschuldigung. Ja, muss ich ja beeilen, ne? Sonst bist du dran hier. Sonst bist du ratzfatz weg. Und das geht ja nicht, ne? Das wollen wir auch nicht. Okay, also ich soll hier sowieso hoch. Okay, dann gucke ich mir nochmal kurz unten um. Ob hier noch irgendwas ist. Einmal kurz rumgestöbert, geschnuppert, geschnupfwinkelt. Aber da war nichts. Schade. Oh, da habe ich was. Rein! Das Geschütz ist gepanzert! Wir müssen es flankieren! Na, müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen. Mitchell! Den Kampfwagen flankieren! Naja, ich mache schon. Los, hinter den Bastard! Was zur Hölle war das? So. Den habe ich auch, okay.
ist auch weg. So, jetzt bin ich hier. Okay, okay, okay. Ist auch platt. Hier stirbt man. Feiger Idiot, ey. 2-1, Zieltruck biegt nach Westen auf den Liberty Highway. Echt? 500 Meter. Lass uns heute einen Truck nehmen. Ich frage mich sowieso, woher haben die das? Alles auffüllen. Sehr geil. So, das gefällt mir. Ja, ganz ehrlich, das sieht schon echt mega Hightech-mäßig aus. Ja, gut gepanzert, extra verstärkt. Hier sehen Sie, ne, mit extra Rahmen und allem drum und dran. Da so ein krasses Geschütz drauf. Also, woher haben die das? Die müssen echt verdammt viel Geld haben. Na, Nummer 7. So, ja, ich will auch klettern. So, schnell, komm. Ups. Kacke. Achso, da haben schon welche gewartet. Ich dachte gerade schon, sowas zur Hölle ist los. Oh oh. Schnellstraße? Über die Straße! Ich will nicht über die Straße. Kontakt! Was? Nein, oh Mann, ey, nur weil ich nachladen muss. Ich hasse nachladen. Über die Straße! Feindliche Infanterie auf 2! Aufpassen! Ich bin doch schon auf der anderen Seite. Achso, hier drüben ist noch was. Verdammte Axt. So. Über die Straße! Hab ich den? Ja, der ist down. Der ist auch down. Auf die andere Seite. Ja, ja, wir machen erst platt. So, alle platt. Über die Straße! So, Overdrive aus. Alter Schwede. Es hätte mich da gerade fast erwischt! Die Micha Köter. E-Truck nähert sich der Position. Down, ja. Verstanden, Prophet. Okay, 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 wir sind da. Mitchell, zu mir! Was ist los? Ich habe kein gutes Gefühl, Mann. Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Wo ist er? Ich sehe keinen. Da ist er. Okay. Keine freie Schussbahn. Scheiß drauf. Bringen wir es hinter uns. Spring! Okay. Das gefällt mir gar nicht, Mann. Was hast du vor? Nein, ne? Sofort noch Matrix machen. Gleich machen! Spring! Wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Verfolge Ziel nach Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir. So. In der Nähe bleiben. Fuck, 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 fuck. Scheiße, ich glaube, da kommt einer. Nein, nein, nein. Was zur Hölle? Mensch, ey, das Ziel mit der Pistole ist aber auch kacke. Ganz eindeutig. Okay, also ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, entweder mega fire, also so high ultra fire power oder...
ich nicht ziele. Wow. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe nicht rechtzeitig A gedrückt. Alter Schäde, ist das eine Szene, ey. War ganz ehrlich, für Call of Duty relativ unüblich, ne? So, was hätten wir? Hier, Reifen kann ich gleich vergessen. So, schnell A gedrückt, genau. Wuhu. Mann, ey. Genau, kletter mal hoch, Mann. Keine Chance. Ihr Bastard, flieg! Geile Scheiße, Mann. So muss sein. Ich bin, glaube ich, wieder nicht rechtzeitig gesprungen. Okay, wir wissen, wie es ausgeht. Jetzt können wir gleich nochmal die ganze Szene etwas mehr genießen. So, genau, haben wir gerade nochmal so rechtzeitig erwischt. Schnell arbeiten, genau. So. Da ist immer noch der Typ drinne. Jetzt muss ich echt nochmal A drücken. Genau. Jetzt muss ich draufhauen. Dann lassen wir ihn fliegen. Yeah! Ich finde die Szene so hammer. Und nochmal springen. Sehr schön. Feindlicher Heli! WTF, Mann, WTF. Was ist euer Problem? Jetzt! Ja, hier. Oh, oh. Jetzt springen! Ja, ich mach schon. Springen! Truck auf 12 Uhr! Okay. Oh, X. Ich hab sie. Okay. Und jetzt? Alter. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Schnell retten. Die sind alle schon tot, ja? Ja. Sieht so aus. Fische. Aber cool gemacht mit dem Wasser, ne? Erinnert so ein bisschen an den Anfang von Battlefield 4, wo man da an diesen Wagen dann ins Meer stürzt. Ziel erfüllt, okay. Eigentlich ja nicht schlecht, ne? Das heißt, wir waren erfolgreich. Nicht schlafen! Ja, ja, brauchst du mich gleich ins Gesicht boxen, ne? Hoshi. Bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Tritt. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Hm. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Ja. Gar nicht übel, Mitchell. Na. Finde ich auch. Ich war gut. Ohne mich hättet ihr keine Chance gehabt. Wie immer halt, ne? Gleich drei. Wieder Erfolg, genau. Leben auf der Überholspur. Und 3 Punkte dürfen wir vergeben. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir werden hier Panzerung. Genau. Und dann nochmal. Ein Vorrat erhalten. Sehr schön. Na, das ist für Multiplayer dann. Aber hier definitiv schon mal sehr, sehr geil, weil wir haben, sehen es, ne, steigert Gesundheit um 25%. Schon mal schön. Und hier Explosionsschaden um minus 50%. Ist auch schon mal sehr schön. So, nehmen wir natürlich wieder die Anfangsszene mit, würde ich sagen. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines. Aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Kein Unsinn.
Das ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Es sieht so krass aus, diese Sequenzen. Bin immer noch geflasht. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Seattle ist das doch, oder? Da hinten, der Sears Tower? Ja. Kernspaltung, ja, Seattle, da ist es. Habe ich recht gehabt. Ach, ich bin so gut. Das ist nicht gut. Völker der Welt, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Okay. Finde ich nicht so gut. Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Okay. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Das gefällt mir gar nicht. Deaktiviere Tower. Oh. Sehr geil. 3-3. Halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien? Over. Negativ. Keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien. 2-4. Freigabe für alle Ziele. Over. Okay, wenn du es sagst. Nur mit mehr Strahlung. Oh, sehr schön. Aber schon krass, dass wir jetzt praktisch... Ey, wir werden hier sogar angegriffen. Das heißt, die KVS muss hier mit richtig vielen Leuten sein, ne? Vorsicht, Mann. Alter, nein. Scheiße. 2-4 abgeschossen. 2-5, Position aufgeben und Alpha unterstützen. Over. Verstanden, 2-3. Ja, unterstützt uns. Roger! Bravo! Die Dächer sichern! Mitchell, Ziele auf den Dächern abschießen! Ach, da hinten, ja, ich sehe ihn. Okay. Okay, haben wir, sehr schön. Und runter da. Einsatz! Oh, sehr gut. Mitchell, Seilrutsche einsetzen! Achso, war hier nicht irgendwo ein Punkt da? Genau. Alpha, wir sind am Boden! Stoß noch! Willkommen zur Party, Bravo! Sammeln! Alpha scheint in der Scheiße zu stecken! Okay. Rück mit ihm zum Zielgebäude vor. Ich will den Panzer. Abrücken! Feuer frei! Nicht schlecht. Ach, der krabbelt schon einer rein, okay. Hosensprung aktivieren! Sehr schön.
So, während die ganzen Leute dann hier megamäßig abgehen, werden wir es uns gemütlich machen und werden dann nächste Woche Montag weiter hier voranschreiten, um unser eigenes Land zu verteidigen und dementsprechend diese Eindringlinge zurückzudrängen zu dem Ort, wo auch immer sie herkamen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.